Ja, Leute, kommt mal ran hier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wie geht eigentlich? Ja, Freunde, heute Stufe 4 Schiff der Japaner, der Kreuzer Furutaka aus dem Tech Tree, also für jeden erspielbar, wenn ihr es nicht schon bereits getan habt. Wie ich finde, ein schönes Schiff, relativ schwerer Kreuzer mit einer guten Panzerung, natürlich auch mit einigen Defiziten. Und die gucken wir uns jetzt gleich mal im Detail an. Bevor wir das machen, kleiner Hinweis, wenn ihr Lust habt, 20 Uhr am Mittwoch und 9 Uhr an einem Samstag bei Twitch live World of Warships. Seid dabei, wenn ihr mögt. Und wenn ihr mögt, abonniert gerne meine Kanäle und seid immer auf dem neuesten Stand. Und ich würde mich riesig freuen. Ja, also jetzt auf zur Sache. Wir schauen uns die Furutaka im Detail an, gucken uns an die Stärken und die Schwächen und wie immer, bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal an, was habe ich da in die Bude eingebaut. Hier haben wir nicht viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier drin das Zielsystem Mod 1 für eine bessere Streuung und eine bessere Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer, Feuerreichweite sekundär und Streuung der sekundär. Und dann hier die vier Mods, die sowieso im Laufe des Lebens der Furutaka sozusagen dabei kommen. Ich habe den Yamamoto aktuell drauf. Das ist auch der Kapitän, mit dem wir gleich das erste Gefecht machen werden. Der ist so aufgebaut, wir haben hier die Hauptfähigkeit mittendurch. Das heißt, wir haben einen erhöhten Durchschlag der AP-Granaten. Dann habe ich hier drin außerhalb der Reichweite, um ja, das Ding einfach auch auf mehr Reichweite spielen zu können. Hier habe ich Pyromane drin für eine höhere Brandwahrscheinlichkeit. Hier durchstoßen für mehr AP-Schaden und nochmal mehr Durchschlag und hier unten für fixiert für eine bessere Gruppierung und eine bessere Streuung sowie als legendäre Fähigkeit dann vollständig verpackt, um ein bisschen mehr Verbrauchsmaterial zu haben. Als Inspiration dann hier den Norman Scott für nochmal eine bessere Gruppierung und den Nikolai Kuznetsov für mehr Reichweite. Okay, ja, gucken wir mal eben. Was können wir hier machen? Hier können wir nichts machen, außer gucken, was wir haben. Wir haben Schadensbegrenzungsteam, klar, so nah. Dreimal. 3,7 Kilometer ist okay. Dann den Katapultjäger, der eine Wirkungszeit von 100 Sekunden hat. Das ist auch ganz passabel. Und wir gehen rein in die Werte. Ja, Überleben haben wir 37 Punkte. Das heißt, wir haben 30.700 Trefferpunkte. Das ist für Stufe 4... sehr amtlich und definitiv eine Stärke. Also die Furutaka hat ja, ganz ordentliche Trefferpunkte. Ähnlich würde ich sogar auch mit der Panzerung halten. Wir haben hier eine Panzerung bis 105 mm. Das ist auch nicht schlecht. Was da gut und was da nicht ganz so gut ist, das schauen wir uns dann gleich im Reiter Panzerung an. Ja, Artillerie, gehen wir rein. Wir haben hier 203 mm. Das ist definitiv eine Stärke von diesem Schiff. Es gibt sehr wenige Kreuzer, die auf der Stufe hier ein so großes Kaliber haben. Wir haben eine Reichweite von 15,2 Kilometern. Das ist gut. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Stärke. Es gibt Kreuzer, die schaffen ähnliche Werte. Aber das ist auf jeden Fall schon ein sehr brauchbarer Wert. Müssen aber auch bedenken, dass wir natürlich den Kuznetsov da als Inspiration für missbraucht haben. Wir haben eine Ladezeit von 13,5 Sekunden. Das ist schon natürlich ein kleiner Nachteil und auch ein Stück weit ihre Schwäche. Wir haben insgesamt sechs Einzelgeschütze und dabei eine Ladezeit von 13,5 Sekunden. Das ist nicht wenig. Das ist für einen Kreuzer tatsächlich sehr viel. Wir schauen uns das gleiche nochmal im Verhältnis zum Schaden an, den wir machen. Weil der ist natürlich schon enorm. Wir haben 3300 Sprenggranaten Höchstschaden und eine Brandwahrscheinlichkeit von 19%. Das ist wirklich sehr viel. Und AP-Granaten Höchstschaden von fast 5000. Natürlich beides bedingt durch die Skillung des Kapitäns. Und das ist schon sehr überdurchschnittlich. Also austeilen kann die Furutaka trotz, in Anführungsstrichen, dass die nur 6 Rohre hat und so eine lange Nachladezeit, kann die wirklich sehr gut austeilen. Das ist auch ein Grund, warum ich die tatsächlich sehr gerne auf Genauigkeit spiele. Das heißt, dass ich den Scott dabei habe und auch fixiert. Wir haben eine lange Nachladezeit, wir haben 6 Kugeln in der Luft und ich möchte auch schon ganz gerne, dass relativ viele von diesen Kugeln ihr Ziel treffen.
Ja, Sekundärbewaffnung, 4x120 mm, 4,2 Kilometer Reichweite, 5 Sekunden Nachladezeit. Haben wir schon auch drüber gesprochen, sekundär bei Kreuzern. Es ist schön, dass sie da ist, aber wirklich viel bewirken tut sie nicht. Obwohl wir hier auch einen amtlichen Schaden und eine ganz gute Brandwahrscheinlichkeit haben, muss man sagen. Also wenn man mal in den Genuss kommt oder in die Bredouille kommt, wohl eher gesagt, dass die Sekundärbewaffnung gebraucht wird, dann ist es auf jeden Fall immer gut, dass man eine hat. Ja, wir haben Torpedos an Bord. Wir haben japanische Torpedos, das heißt, wir haben 2x4 610 mm mit einem Höchstschaden von 16.267. Das ist amtlich für diese Stufe. Und das ist auch definitiv gut. Ich will nicht unbedingt sagen, dass das eine Stärke der Furutaka ist. Denn wir müssen uns mal den Torpedowinkel angucken. Der ist nahkampfmäßig nicht ganz so geil. Also wir können nicht nach vorne torpen. Wir müssen sehr, sehr breit drehen, wenn wir im Nahkampf eine Salve Torpedos rausfeuern. Klar, im Zweifel rettet uns das den Arsch. Im Zweifel beschert es uns einen vernichtenden Schlag. So, dass wir dann aber auf Grund liegen. Also. Aber es ist gut, dass wir sie haben. Wir haben hier eine Reichweite auch von 10 Kilometern. Das ist definitiv eine Stärke. Ich glaube, Chris, kein Kreuzer, außer natürlich bei den Italienern. Die nehmen wir demnächst auch nochmal drauf. Da müssten wir auf der Stufe, glaube ich, auch auf 10 und 12. Ne, ich glaube 10 oder doch 8. Weiß nicht, aber ähnlich. Aber ist schon eine Stärke. Die Reichweite ist gut. Wir haben eine Ladezeit von 94 Sekunden. Das ist natürlich relativ lang. Eine Torpedogeschwindigkeit von 59 Knoten. Ja, ist nicht die schnellsten. Aber wir freuen uns, dass wir welche an Bord haben. Und wenn diese Torpedos treffen, dann tut's auch weh. Ja, Flugabwehr sind wir nicht unbedingt gut aufgestellt. Wir fangen an bei 4,5 Kilometern. Das ist von der Reichweite durchaus okay. Allerdings auch nur mit 10 Schadenspunkten. Wir fangen dann bei 1,2 Kilometern, also wirklich deutlich später. Kriegen wir nochmal 7 Schadenspunkte und dann bei einem Kilometer nochmal 3 Schadenspunkte dabei. Also die Flugabwehr der Furutaka ist wirklich nicht sehr gut. Das würde ich auch schon, ja, ein Stück weit als Schwäche betiteln, ja, definitiv. Dann haben wir Manövrierbarkeit. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 34,5 Knoten. Das ist ein ganz passabler Wert. Damit sind wir nicht die langsamsten. Wir sind aber auch nicht die schnellsten. Wir haben einen Wendekreisradius von 750 Metern, das ist schon etwas mehr. Die Furutaka fährt sich im Großen und Ganzen auch schon relativ träge, weil sie ist ein schmales, aber dafür relativ langes Schiff. Und das merken wir auch, wenn wir mit ihr fahren. Ruderstellzeit von 5,7 Sekunden ist okay. Das ist auch ein ganz guter Wert, vor allem wenn man das mal in der Relation stellt zu dem, was sie auch aushalten kann. Dann sind wir hier gut unterwegs. Da sind wir mit einem Schiff, vergleichen wir es vielleicht einfach mal mit der Hawkins. Da sind wir mit der Hawkins doch schon Tacken träger unterwegs. Aber die Hawkins ist auch mal einen ganz kleinen Tacken fetter, will ich behaupten. Ja, hier haben wir Tarnung. Entschuldigung, ich habe ein bisschen was im Hals. Wir haben hier eine Tarnung von 10,7 Kilometern, beziehungsweise eine Erkennbarkeit zu Wasser von 10,7 Kilometern. Das ist auch ein, ja, ganz guter Wert. Also kann man was mit anfangen. Ist jetzt aber weder Schwäche noch Stärke. Erkennbarkeit aus der Luft von 6,4 und im Nebel klar 2. Nochmal ganz interessanter Wert, 5,9 Kilometer Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel. Das ist so ein Wert, den können wir uns nochmal merken. Wenn wir mal das Vergnügen haben, dass wir aus einem Nebel heraus oder hinterm Nebel heraus schießen. Beziehungsweise es funktioniert ja auch andersrum, darf man nicht vergessen. Wenn ein Kreuzer uns gegenübersteht und er ist im Nebel und wir schießen, dann gilt ja die Erkennbarkeitsreichweite beim Feuern im Nebel. Das heißt, wenn wir dann unter 5,9 Kilometer zu ihm dran stehen, dann gehen wir auf. Das Prinzip funktioniert halt nicht nur beim Schießen aus dem Nebel heraus, sondern auch, ja, andersrum gesagt, in den Nebel herein. Ja, gehen wir mal auf die Panzerung ein. Wir schauen uns zuerst mal Bug- und Heckpartie an. Da sind wir von den Panzerungswerten da haben wir Bugpanzerung 13 mm. Ist nicht wirklich sehr viel. Auch im Deck 13 mm. Das ist aber, wir bewegen uns ja auch auf Stufe
auf Stufe Sachschnell 4. Also das ist durchaus okay. Die Furutaka tankt auch auf so manches Schlachtschiff schon mal gut was weg. Da sind auch viele Abpraller dann dabei, einfach auch dem geschuldet, dass wir eine sehr steile, spitze Form am Bug haben. Das heißt, da kann auch der ein oder andere Bugtreffer mal abprallen. In der Querab, na, wo haben wir sie? Achterdeck, Querab, Achterpanzerung, Unterseite, Bugdeck, Bugpanzerung, Unterseite. Ich sehe gerade nichts. Ah, das ist die Unterseite. Stimmt, eine richtige Querab gibt es hier gar nicht als Unterschied. gut, okay. Dann müssen wir in die nächste rein und dann sind wir hier bei den Kasematten. Stimmt, da haben wir die Querab. So, jetzt haben wir es. Da sind wir sehr schwach. Also, wenn die Kugel durch den Bug geht, dann geht sie auch in der Regel durch die Kasematten. Da haben wir vorne die Querab von 6 und hinten auch. Ein Panzergürtel von 25. Das ist soweit okay. Aber ihr wisst klar, wenn wir hier Breitseite was von einem Kreuzer kassieren, dann geht die durch und da wird auch so mancher Zerstörer euch Zitadellen drücken können. Da liegt dann auch so ein bisschen wieder der Nachteil an der Form, weil wir sind sehr lang, wir sind sehr schmal, deswegen haben wir auch am Bug kaum eine Wölbung, wenn wir uns das mal hier so angucken. Und da geht dann einfach Breitseite schon relativ gut was durch. Wenn wir allerdings auf Entfernung getroffen werden, wir haben eine Deckpanzerung von 48 Millimetern. Das ist nicht wenig. Das ist für einen Kreuzer sehr gut. Das heißt nicht, dass ihr von der Deckpanzerung so gut geschützt seid, dass da nichts in die Zitadelle geht. Keineswegs. Aber ihr habt eine relativ adäquate Deckpanzerung. Ja, Türme ist klar. Die Türme sind auch teilweise weicher als die, wenn man sieht es an den Rohren, als die Barbetten. Es kann auch hin und wieder mal sein, dass euch so ein Türmchen ausfällt. Ja, dann gucken wir uns die Zitadelle an und da sehen wir jetzt auch den Grund, warum wir hier mal die ein oder andere Zitadellentreffer bekommen. Wir haben eine Querab von 35 bis 105. Das heißt, im unteren Bereich, man sieht es da so gerade, sind wir bei 35. Im oberen Bereich müssten wir dann bei 105 liegen, wenn ich das von den Farben her richtig deute. Ne, wir sind hinten. Entschuldigung, ich muss Zitadelle quer ab vorne. Da leuchtet es auf. Aber das müsste passen, so wie ich es gerade gesagt hatte. Das ist schon ganz okay. Also wenn wir uns vorstellen, Schlachtschiff schießt von vorne auf euch. Sie geht durch den Bug. Sie geht auch durch die Kasematte. Und dann haben wir zwar hier noch die Querab im oberen Bereich mit 105 mm, aber man sieht es ja, wir haben davor noch das Stück und da haben wir dann Pech und schießt die irgendwie durch. Also ihr könnt frontal was wegstecken, aber wenn ihr Pech habt, geht das Ding auch dann gerne mal in die Zitadelle. Ja, wir gehen mal eben auf den Bugpanzer. Auf den Panzergürtel meine ich. Da sind wir bei 76 mm, das ist okay, aber wir haben halt eine relativ hochliegende. Das heißt, wenn wir uns das von der Seite mal angucken und ihr habt die Furutaka als Gegner, haltet nicht unter die Türme, sondern haltet tatsächlich eher unter die Schornsteine. Versucht da zu treffen, so diese Partie quasi vom vorderen, von der Brücke vorne bis hinten zum ersten Turm von den hinteren dreien gesehen. Bis dahin, da solltet ihr dann treffen. Da macht ihr auch gerne mal einen Zitadellentreffer. Ja, dann haben wir natürlich noch eine Oberseite. Die haben wir hier. Ist das Deck von 35 mm. Das ist dann wiederum nicht ganz so viel. Das heißt, geht die Murmel durch die Kasematte, dann wird sie wahrscheinlich auch durch die Zitadelle schießen, beziehungsweise dann genau da einschlagen. Ja, wir gehen nochmal in die Übersicht. Wir haben hohen HE-Schaden, ja. Japanische Kreuzer haben einen wirklich abartig hohen HE-Schaden und auch eine abartig hohe Brandwahrscheinlichkeit. Für mich, also ich finde es okay, auch wenn ich der Meinung bin, dass viel zu viel HE-Geschisse hier auf dem Wasser unterwegs ist. Aber ich finde das okay, wenn ein, zwei Nationen da etwas stärker sind. Die Briten sind ja auch in der HE nicht zu verachten. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir haben hier auf jeden Fall einen hohen HE-Schaden. Wir sind zäh, ja. Wir haben eine hohe Basis-TP. Träges Anvisieren, ja, haben wir. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade vernünftig drüber gesprochen haben, aber ihr habt bestimmt gesehen, wir haben eine Dauer für die 180-Grad-Drehung von 36 Sekunden. Das Kiten mit dem Ding könnt ihr vergessen, also könnt ihr machen, aber da habt ihr kaum noch die Möglichkeit zu wirken. Das sei auf jeden Fall dazu gesagt.
Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Gefecht, schauen uns an, wie sich die Furutaka schlägt, achten da so ein bisschen drauf, auf die Punkte, die ich so gerade genannt habe, also Streuung, was haben wir für einen Schadensoutput, wie beweglich sind wir, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf hoher See. Ja, Freunde, wir gehen rein ins Gefecht, wir sind im Modus Herrschaft auf der Karte Dreizack. Und wir sind High-Tier mit dem Ding hier. Wir haben viele Zerstörer im Gegnerteam. Clemson, Jianwei, Kamikaze und noch eine Kamikaze. Haben genauso viele Kreuzer und ein Schlachtschiff im Gegnerteam. Gut, wir gucken mal, wen wir so um uns herum haben. Wir haben die Piotr an unserer Seite und wir fahren zusammen mit dem Odin. Und der fährt die Jianwei. Ja, wir spawnen hier in der Mitte. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen gucken und überlegen, was wir hier machen. Lass uns einfach mal zusammen so ein bisschen drauf achten, wie sich die Streuung jetzt verhält. Wir haben ja ziemlich auf Streuung geskillt, das heißt, theoretisch müssten wir hier ein ziemlich gutes Streuungsbild mit der Furutaka haben. Gut, alles klar. Also, wir fahren mal links rum. Und wir gucken mal, was wir machen. Wir sehen, auf der rechten Flanke wird, haben die sich dafür entschieden, die Flanke zu halten. Das ist natürlich sehr gut, genauso wie links auch. Mein Kollege fährt jetzt mit der Jianwei schon mal Richtung B. Ich konzentriere mich so ein bisschen mit auf C und habe natürlich auch B immer mit im Blick. So, gestartet haben wir jetzt mit HE. Dann können wir uns mal fortgucken, wenn wir treffen, was wir hier für ein HE-Schadensoutput haben auf die Omaha. Hab jetzt natürlich zu AP gewechselt. Hoffen, dass sie breit fährt. Ja, 1089, eine Kugel getroffen. Die sind noch schon offen, müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit AP an. Schießen natürlich blind über die Insel, scheinen aber ganz gut zu fliegen. Ja, schöner Treffer, ein Durchschlag sogar. Über 5000 Schaden gemacht. Und da haben wir einfach nochmal blind hinterher geschossen. Um zu gucken, ob wir da nochmal was treffen. Wir fahren sehr breit. Also ich habe das jetzt auch gesagt, okay, komm, wir fahren einfach so. Oh, guck mal, da hat jemand ganz daneben geschossen. Wir haben wenig Schlachtschiffe im Gegnerteam. Also hier die Gefahr ist relativ gering, dass wir One-Shot rausgehen. Man sieht es jetzt, wir haben relativ gut was weggesteckt. Und da ist die Oma schon raus. Es gibt halt wenige Schiffe hier, wenn wir nicht ganz blöd fahren, die uns massiv direkt Schaden zufügen können. Da habe ich jetzt mal das Feuer auf der Jianwei eröffnet, um da meinem Kollegen etwas zu unterstützen. Haben sogar mit einer Kugel getroffen. Hauptsache da ein bisschen Stress machen. Jetzt hat die einen Ausfall. Also ich gehe dann in Einzelfeuer drauf, weil sie abbremst durch den Motorausfall oder langsamer wird. Dass wir nicht im Zweifel alles daneben schießen, sondern vielleicht noch was treffen. Und jawohl, da ist runter. Da ist er versenkt, schön, haben wir zwei Treffer gemacht, haben wir erstes Schiff schon mal rausgenommen, zumindest von unserer Seite aus, haben da für die Jianwei ein bisschen Platz gemacht und wir fahren jetzt weiter um B rum, denn da ist immer noch ein Zerstörer drin und da würde ich ganz gerne schauen, dass ich unsere beiden Zerstörer unterstütze. Da haben wir nochmal aufs Schlachtschiff geschossen, auch blind natürlich, aber vielleicht haben wir Glück, wir treffen was hinterm Berg. Ja, sieht nicht so aus. Dann lieber hier nochmal auf die Kuma. Könnte auch knapp sein. Schon das Bergsymbol im Weg. Oder wurde eingeblendet. Ja, und auch da haben wir leider nichts getroffen. Ja, ich konnte mich jetzt nicht so recht entscheiden, ob ich auf die Kuma gehe oder ob ich mich auf die Zerstörer konzentriere. Bei ihm geguckt, wann ich auch gehe. Jetzt bin ich auf. Kuma fährt schön breit, deswegen habe ich direkt auch wieder auf AP gewechselt. Aber hier nur einen Ausfall gemacht, nicht vernünftig getroffen. Und das soll sich jetzt mit der nächsten AP-Salve ändern. Schön ein bisschen anvisiert, schön leicht vorgehalten. In den Lauf rein, mal gucken. Streuung sieht sensationell aus. Zack, jawohl, zwei Zitadellentreffer, zwei Durchschläge. Sehr, sehr schönes Trefferbild. Und dann machen wir das Ganze direkt nochmal. Auch eine sehr schöne Streuung. Ja, perfekt, vernichtender Schlag. Drei Zitadellentreffer. Ihr seht, Leute, die Furutaka mit ihren Geschützen, die kann gerade auf Kreuzer massiv austeilen. Die AP ist wirklich gefährlich von dem Schiff.
Und deswegen habe ich die jetzt auch bevorzugt so ein bisschen mit auch auf Genauigkeit geskillt, einfach um dort mit den starken Geschützen, die wir nun mal haben und was eine Stärke ist, massiv Schaden machen zu können. Haben natürlich das Defizit in der Beweglichkeit. Wir sind jetzt noch nicht in die Bredouille gekommen, dass wir hier uns massiv bewegen müssen in Bezug darauf, dass wir kiten oder sonst was. Daher konnten wir das jetzt noch nicht so ganz sehen, aber wir sehen natürlich schon, wenn wir anfangen zu wenden, das machen wir nämlich jetzt, weil hinter uns ist die Kamikaze aufgegangen. Wir sehen schon, das zieht sich und jetzt achtet mal auch die Türme. Wir drehen nach rechts, die Türme drehen auch nach rechts und die kommen einfach nicht vernünftig rum. Ihr hättet wahrscheinlich noch AE laden können in der Zwischenzeit. Und das ist schon Wahnsinn, was das dauert. Also da sind wir richtig im Nachteil. Wenn wir schnell reagieren müssen, wir sind relativ träge, wir haben diese massive Turmdrehgeschwindigkeit. Da haben wir, ja, sind wir im Nachteil, wenn wir dann da wirklich schnell agieren müssen, schnell wenden müssen. So, jetzt haben wir nochmal schön hier die Furutaka rausgenommen mit einer Detonation. Sehr schön, drei Schiffe versenkt, haben Schaden von 33.000 gemacht. Bei dem, was hier an Schiffen unterwegs war, ist das auch eigentlich ein ganz guter Schadensoutput bisher. Ja, man macht uns nichts vor. Gucken mal oben, das ist schon eine leichte Abschlachtrunde, will ich sagen. Wir haben gute 10 Minuten rum, der Gegner ist noch mit drei Schiffen unterwegs. Also der Drops hier wird wohl gelutscht sein. Ja, da sind wir dann leider etwas zu spät aus dem Quark gekommen. Wir konnten da auf die Furutaka nicht mehr wirken. Oh, zwei Probeschüsse, die leider oben im Berg hängen geblieben sind. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, wir fahren links um die Insel herum. Der Kollege mit der Yi-An-Wai hat sich da schön eingenebelt. Rechts, dem kann so erstmal da nichts passieren. Und wir werden jetzt nochmal die Omar wendet. Das ist sehr schön. Da sehen wir mal zu, dass wir da noch was in die Richtung geschossen kriegen. Ah, glaube ich nicht weit genug vorgehalten. Ah, nee. Ich glaube. Ah, nee. Ja, da haben wir dann doch einmal eine ziemlich beschissene Streuung gehabt. Im Großen und Ganzen hat das ja sonst wirklich schön, aber war wirklich ein schönes Streuungsbild von der Furutaka. Ja, und das ist das Gefecht auch schon vorbei. Gut, war halt eine kleine Abschlachtrunde. Aber wir gehen nochmal eben rein, gucken uns das an. Wir haben fast 34.000 Schaden gemacht. Ein vernichtender Schlag da auf die Kuma. Wir haben insgesamt drei Schiffe versenkt, fünf Zitadellentreffer. Und bei 18 Treffern insgesamt ist das mit 34.000 Schaden schon ganz amtlich. Ja, wie man sieht, die Stärke von dem Schiff sind die Geschütze. Freunde, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und tja, was soll ich noch sagen? Reingehauen!